Hallo Leute, willkommen zu Summoners War und ich hole euch genau im richtigen Moment dazu. Ein bisschen Magie Dungeon UG10 gespielt und gerade eine mystische abgegriffen und da dachte ich, nun ja, dann können wir doch das direkt mitnehmen für ein Videochen. Und wir gucken mal rein in die mystische und 1, 2, 3, los geht's. Keine Lightnings, aber... Okay, ein Werwolf haben wir uns schon angeguckt. Alle Werwölfe sind klasse. Licht, Dunkelheit, Wasser, Feuer, alle sind eigentlich gut. Es gibt nichts zu meckern. Selbst bei dem. Greift den Feind an und stört die HP-Regeneration, das machen sie alle. Stürzt sich auf einen Feind und richtet zweimal Schaden an. Jeder Angriff hat eine 30%ige Chance, das Ziel für eine Runde zu betäuben. Schaden proportional zur Max-HP. Sind die eigene HP höher als die des Feindes, fügt deine Angriffe zusätzlich Schaden proportional zu deiner Max-HP zu und der Widerstand in Gildenkämpfe um 26% erhöht. Auch der ist also einer, den man durchaus spielen kann. Sonst haben wir hier nichts. Ja, die muss ich alle irgendwann mal... Die kann ich ja noch ein bisschen aufheben. Ich wollte eigentlich Beschwörungsstücker gucken. Jo, dann machen wir doch einfach mal im Tower hart weiter. Da habe ich extra gewartet und mich bis 9 gestern Abend noch gespielt. Dass wir hier wegen der Energie, man kriegt jetzt ja bei Level 10 direkt mal 50 Energie, dass wir da einfach mal weiterspielen können. Und ich bin gespannt. Okay. Mit meinem Lucian bin ich momentan echt zufrieden und dafür, dass der noch so wenig Fertigkeitsauflevelungen hat, macht er gerade Spaß zu spielen. Die Runen können ja auch noch besser sein, aber er macht gut Damage. Ja, Syros, da müsste ich mal beim nächsten Runen-Removal-Day ja auch wieder ein bisschen umrunen, aber ich werde dann halt... Gut, ich habe jetzt zwar keinen großen Healer dabei, aber das werden wir auch so machen. Oh, widerstanden. Guck mal, es wäre eigentlich nice, dass du einfach mal Lucian rettest. Hm? Oh, hat schon irgendwer? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ist egal. So, hart 10. Ich habe jetzt die Easy Stage, da hänge ich immer noch bei 72. Ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht... Oh, irgendjemand hat einen Phönix gekriegt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht weitergespielt. Man hat noch so lange Zeit, dass ich mich jetzt eher um Monster und Runen und so weiter kümmere. Dass ich dann hinten raus vielleicht noch auf 80 oder Richtung 80 komme. Dass ich jetzt hier halt mein A-Team, quasi das Mr. AA-Team... auf Vordermann bringen, dass wir dann da nochmal hinten raus ein bisschen durchstarten können. Jetzt gucken wir erstmal, wie weit wir bei Hard kommen. Im Übrigen, ihr wart ja letztes Mal dabei, als ich Orochi gezogen habe. Am Abend habe ich nochmal auch irgendwo eine mystische getroppt gekriegt und habe ihn gerade nochmal gezogen. Also mein einer Orochi ist jetzt schon Level halt gemaxt. Oder 29 oder so. Und da werde ich dann halt mit dem zweiten Orochi den ersten Orochi und dann noch ein paar andere Monster upgraden. Orochi ist halt ein nice Monster. Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, wir gucken, was die Leaderfähigkeit ist. Und ja, die Leaderfähigkeit ist wirklich, wenn man ihn erweckt, Wind. Ich meine, es bringt nichts, ihn hier mit... Also hier ist der eine, da ist der andere. Es bringt jetzt nichts, ihn hier mitlaufen zu lassen, weil ja, so wenig EP, wie man da kriegt, da muss man da... Da lohnt es sich eigentlich gar nicht, Trainiermonster mitzunehmen. Dann können wir lieber sagen, wir wollen schnell durchkommen. Klar, ich könnte noch einen Speedleader nehmen, Tyron oder so, der noch ein bisschen mitstunt. Aber ist halt Vero mittlerweile auch sehr stunfreudig. Dass das vollkommen auslangt. Ihr seht ja, dass wir hier noch gut durchkommen. Gutes Level 11 oder 12 oder sowas. Dass, wenn da wir nicht gut durchkommen sollen mit unserem aktuellen Stand, dann wär's heftig. Bin ja mal gespannt, ob es irgendwann mal ein... Ich muss mal meinen Stuhl einstellen. Ob es irgendwann mal ein TOA, nicht hart, sondern extrem gibt. Wo dann auch wirklich mal die
die Großen nochmal Probleme haben. Ich bin nicht in 499, gell? Hier wird nämlich so viel Schundgrad geschrieben. So. Ach, guck mal, Cowgirls, Hannah. Hannah und der Dunkle, ich weiß nicht, wie er heißt, Teufelsjäger, wie heißt der Dunkle? Walker ist der Helle. Randy, ne, keine Ahnung, wie der Dunkle heißt. Mattes hat den Dungeon gefunden. Magieschütze. Sehr nice. Einer hat sogar überlebt. Da müssen wir nicht Triple Crush machen. Oh, Basalt. Basalt würde ich auch einnehmen. Wir kriegen ja... Morgen? Nee, noch nicht. Demnächst kriegen wir jetzt irgendwann die Light Dark Schriftrolle. Oder kriegen wir das den Monat nicht, weil er so kurz ist? Ja, doch, man hat ein paar Tage Puffer. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir können mal gucken, ob wir irgendwo den Anmeldebonus sehen. Ah, limitiert. Hier vielleicht? Mitteilung durch ein Mädchen? Nee. Hä, wo sieht man denn den Anmeldebonus? Kann man den nirgendwo mehr sehen? Optionen? Abmelden? Nö. Nö. Keine Ahnung. Wir machen trotzdem im Tower weiter, wobei wir mal in, nicht hier, sondern im Gildenkampf reingucken können. Okay. Alle sind angeschlagen, außer der da. Dann greifen wir den auch an. Und gucken mal. Hier ist dann gut. Also hier kann ich... Er ist Wind. Er ist Kopper mit Wind. Also gut, er... Und sie ist Himmelstänzerin. Ja, wir spielen jetzt mal so. Ich könnte natürlich... Ich mag hier den Speed, das ist okay. Ja, wobei... Ich hier... Bella mitnehme. Um zu removen oder halt Praha, aber sie ist halt die einzige, die... Gut. Wer greift gerade an? Mir die Tour versaut, Flambur. Ja, dann gucken wir mal, wo wir noch was erreichen können. Guck mal, Level 5er Chloe. 6 Sterne, aber noch Level 5. Hm, guck mal, oh, das hier Team ist bestimmt heftig. Das würde ich ja gern mal probieren. Die sind beide gar nicht ohne, finde ich jetzt. Also den probieren wir als letztes. Wir suchen uns jetzt mal einen netten 2-Punkte-Gegner raus. Nicht unbedingt mit Wassermonster. Michelle. Hier sehe ich jetzt auch keine gute Kombi. Und das ist so eine Fake-Bella, soll das sein, oder wie? Jo, Shasun rein. Dann kriegen wir hier Michelle weg. Magieritter müssen wir gucken. Hier einfrieren. Bomben haben wir Chloe. Können wir mal so probieren. Da müssen wir uns jetzt nicht lange rummachen, einen Gegner, ach, ein Deck aufzubauen. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, ich habe erst vor kurzem erkannt, dass hier neben Cyrus noch an der Ecke ist. Und mit in die Arena stürmt. So. Armer stunnen alle. Niemand gestunt, außer Michelle. Und den da. Okay.
Ja, ich sag mal, wir gehen. Ich meine, er hat keinen Defense Break und nichts für Randy jetzt dabei, wo ich jetzt sagen müsste, mit Defense Break kann der ja schon wehtun. Darum, wir machen erstmal die Healerin weg. Klar, die Magieritterin kann sich auch noch healen, aber. Aber auch Jasun braucht jetzt noch nicht. So, wir greifen an. Jasun kann sich selbst heilen. AOE. Aufstampfen. Wie auch immer die Fähigkeit heißt. Ich nenne sie Aufstampfen. Sie wird auch, glaube ich, so irgendwie heißen. So, erstmal die Michelle weg. Und ja, jetzt können wir es im Autokampf mal laufen lassen. Ich fokus mal den Magieritter. Auch wenn es wahrscheinlich jetzt elementmäßig vernünftiger gewesen wäre, hier den Randy zu fokussen, aber der Magieritter kann sich ja heilen. Darum sollte das jetzt auch hier schon durch sein. Sehr schön. Machen wir beim nächsten Mal im Tower weiter. Machen wir hier unsere drei Gildenkämpfe. Heute Morgen habe ich wieder auch nur einen geschafft. Ups. Nein, ich wollte nicht angreifen. Mist. Okay, alle gestunt. Dann darf Syros mal gucken. Ich denke, ich hätte eigentlich gedacht, dass Jojo stirbt. Jetzt schieße ich fast noch mal drauf, weil wir haben noch einen Stun-Versuch. Und hier. Ich gucke, dass jetzt Tyron ihn erledigt. Nee, nur ein Schuss, Tyron. Er hat gar keinen Bock zu bomben, Jojo. Ja. Okay, Syros sollte man natürlich nicht verlieren. Wäre jetzt bei so einem Gegner echt wie sie ungünstig. Okay. So, wie viel brauchen wir denn? 30. Dann gucken wir mal nach einem Ein-Punkte-Gegner. Das ist. Ach, guck mal. Arang Orochi. Angriffskraft. Okay, nett. Aber trotzdem, den können wir mal nehmen. Viel Windmonster. Auch hier können wir das so nehmen, weil ich denke, dass mein Tyron schneller ist als seine Barretta. Und im ersten zwei Windmonster gegen Kumar mit seiner AOE ist ja auch nett. Wir können stunnen. Ja, gegen Chloe habe ich ja nichts dabei. Was ein bisschen doof. Der hat aber gar keine HP gehabt. Ich meine, klar ist natürlich noch der Elementvorteil gewesen, aber das war ja, der hat ja nichts Leben. Okay. Komm, Chloe, du musst jetzt hier nicht noch auf Big Boss machen, genau, weg. So, also wir sind tatsächlich die schnellsten. Ich gehe auf Barretta. Ich stunne hoffentlich. Und jetzt hoffe ich eigentlich, dass Barretta stirbt, nicht ganz. Dann wäre es jetzt nochmal selbes Programm. Er ist jetzt natürlich gefährlich, darum machen wir unser Shield Fnatic, weil wenn er jetzt, den er nicht gemacht hat, seinen Angriff, der ist natürlich, kann natürlich heftig werden.
So, und jetzt nehmen wir uns noch den hier, Klappfahrrad. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So. Bin ich zwar nicht als erstes dran. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass er so schnell ist. Aber er wird schon meine schneller sein wie ich. Hier oben gucken wir mal, was er. Aha. Die Frage, ob ich vielleicht unten Chasun mitnehmen soll. Und oben. Ja, machen wir mal. Die Zeit wird knapp. Du erhältst alle 2 Stunden eine Chance, den Gildenkampf zu beginnen. Maximal 6 Chancen. Okay. So, Klappfahrrad, gucken wir mal. Schade, dass mein Tyron dran ist. Oh, und gut ist dann. Ja, das jetzt war jetzt doof. War jetzt. Okay, Rika macht kein AOE-Angriff. Mal gucken. Barretta könnte jetzt sterben. Tut er aber nicht. Ich brauche aber keinen Heal und ich denke mal, dass Barretta dann jetzt sterben wird. Und auch Rika ist sehr hart angeschlagen. Wir haben halt null Resistance drauf gehabt. Okay. Ja. Dann sieht man, das ist echt Runenmage. Gute Monster. Okay, hier bin ich gespannt. Aber ich kann mir dann auch nicht vorstellen, dass die Tesha viel Schaden macht. Ja, wir hauen vielleicht als erstes auf Tesha und noch wenig Leben hat. Ich denke, wir können uns verabschieden von Tesha und vielleicht von. Oh ne, Tesha hat überlebt. Nein! Chasun, du. So, hier, guck mal, hauen weg den Vogel, genau. Okay. Wir machen Autoplay. Sie können sich jetzt ein bisschen healen und alles machen. Aber das war's jetzt mal. Jetzt müssen wir uns noch gegen Chasun. Sie kann sich halt jetzt lebenmäßig nicht mehr angleichen, sondern nur noch den zweiten Skill machen. Habe ich überhaupt? Ja, ich hatte gezeigt, dass mein Chasun jetzt gemaxt, also nicht gemaxt, Level 31 erst ist, aber auf 6 Sterne. Ah, perfekt. Okay, dass der jetzt so easy wird, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte schon, dass er easy ist, aber nicht so sehr. Und tja, dann war's das für heute. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute.